So, ich will nämlich gerade nach Markus' Anleitung hier eine Mütze zu machen. Die ist so klein, die passt auf deinen Kopf. Die ist so klein wie eine Nussschale. Ich glaube nicht, dass die größer wird. Aha, und du meinst also, ich habe einen Kopf, eine Nuss. Naja, es gibt doch große Nüsse. Ja. Aber du hast von einer kleinen Nuss geredet. Das tut mir auch leid. Irgendwie sieht das komisch aus. Schätzelein, ich muss dir sagen, ich stricke dir einen Sombrero. Auch nicht schlecht. Das sieht eindeutig wie ein Sombrero raus. Glaub mit mir. Mir, was habe ich falsch gemacht? Wart nur. Braucht bloß nur 2 cm, dann hat er die Länge. Nein, ihr braucht keinen Applaus klatschen. Das wird ein Sombrero. Das ist bestimmt mexikanische Wolle. Ja, ich denke auch. Mann, ein Mist, was ist denn falsch? Ich schwöre euch, das wird alles. Nur keine Mütze. Ich muss jetzt einen anderen Faden ranmachen. Die Wolle alle ist. Ist das ein Mist? Warum sieht der nicht aus wie eine Tischdecke? Freunde, ich gebe auf. Ich habe den schönsten Sombrero ever gehäkelt. Oder Sonnenhut. Oder was auch immer. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich höre bei dem Sombrero auf. Weil das wird keine Mütze mehr. Ich habe den Fehler gefunden, warum das bei mir ein Sombrero geworden ist. Ich habe zu viel dazu genommen immer. Also nicht nur ich, sondern auch die Maschen. Der Gatte ist schon schlafen, weil er ganz früh raus muss. Und ich wollte die Mütze fertig kriegen. Ja, da sind so ein paar kleine Maschen, kann ich mal reinziehen. So, jetzt versuche ich mal von hier aus weiterzumachen. Na, wenn ihr Stück Teig Pech habt. Dann setzt halt einen Kochtopf auf, ist mir auch Wurst. 2 Uhr morgen, da ich mein Schätzelein ja liebe, will ich seine Mütze fertig machen. Auch wenn ich mir anstelle wie der letzte Keks. Und das bestimmt auch keine Mütze wird. Aber, aufgeben ist keine Option, Freunde. Ja, wobei. Und ich glaube, der liebt mich, der setzt auch einen Toplappen auf. Ich versuche das weiter. So, Freunde, das ist die hässlichste Mütze, die ich je für ihn gemacht habe. Aber mit ganz viel Liebe. Nicht schön, aber selten. Meine erste Häkelmütze. Jetzt kann ich im Bett gehen. Ist ja auch schon 4 Uhr. Gut, andere schreiben sich schöne Liebesbriefe. Ja. Ja. Ist auch ein Liebesbrief, oder? Habt eine gute Nacht.